Ja, hallo miteinander. Heute aus der Esprit Arena, einem weiteren Schmuckkästchen in Düsseldorf. Wir haben heute die Chance gehabt, wieder mal geheime Orte zu sehen. Wir waren da, wo die Kolleginnen und Kollegen die Siege vorbereiten. Also immer dann, wenn unsere Fußballgegner zu Gast sind, wollen wir ja gucken, dass wir die 3 Punkte in Düsseldorf behalten. Und haben heute gesehen, wie sich die Jungs von Fortuna vorbereiten, wie sie das schaffen, dass sie gut motiviert sind. Wir waren in den Räumen, wo sich die Fortuna vorbereitet auf die Spiele. Wir haben gesehen, was mit den bösen Buben passiert, die sich hier nicht benehmen können in der Arena. Die also anfangen, ihre Pyros hier rauszuhauen oder glauben, sie müssten gewalttätig werden. Die werden nämlich in der Tat weggesperrt, was auch gut so ist. Weil wir wollen alle hier gute und tolle Sportveranstaltungen sehen, aber auch weiteres. Konzerte, Kongresse, richtig große, tolle Veranstaltungen. Diese Arena ist einzigartig in Deutschland, weil sie eben ein fahrbares Dach hat. Hier kann man auch eine Fernsehstudio-Atmosphäre hinbekommen. Wir freuen uns, dass wir sie haben. Sie war hoch umstritten, weil sie sehr teuer ist oder auch immer noch viel, viel Geld kostet. Aber es ist gut, dass wir Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sagen können, wir haben eben eine große Vielfalt an Möglichkeiten, uns präsentieren zu können in der Welt. Heute habe ich die Gelegenheit gehabt, einigen Düsseldorferinnen und Düsseldorfern zeigen zu können, was sich hinter den Kulissen verbirgt. Ich danke sehr Gudrun Hock und der Geschäftsführung der Arena und den Kolleginnen und Kollegen aus dem Team, die uns heute hier geführt haben und uns gezeigt haben, was alles Tolles hier geschieht. Es war insgesamt, wie ich finde, ein gelungener Nachmittag und wir hatten sehr viel Freude, sehr viel Spaß gehabt und ich komme nach Hause mit einem sehr guten Gefühl und weiß, wenn ich hier hingehe zum Fortuna-Spiel, hier bin ich sicher aufgehoben. Und das ist in diesen Tagen vielleicht mehr wert als alles andere.